Wunderschön gewünscht, was geht? Boah, Alter, Tommy Hilfiger? Holy shit. Krass, Tommy Hilfiger x Shigeru Miyamoto, Bruder. Alter, der echte Tommy. Wusstest du, dass es ein Game Boy Color gibt von Tommy Hilfiger? Da ist das Logo von Tommy Hilfiger drauf. Wenn du den jetzt kaufen willst, so kostet ein paar tausend Euro. Ich hatte nur, wusstest, und dann war bei mir weg. Ja, das liegt an deinem Internet. Haben wir doch das mittlerweile liegt nicht an meinem Internet. Liegt an Fotzen-Discord. Egal. Was ist mit Tommy Hilfiger? Erklär mir nochmal, bitte nochmal. Tommy Hilfiger hatte einen Game Boy Color. Ja. Wusstest du das? Nee. Na, das ist eine Tommy Hilfiger Special Edition. Da steht halt Tommy Hilfiger drauf. Mir hat das mal jemand so erzählt. Und ja, ich hab's natürlich nicht geglaubt erstmal. Weil das kam mir zu absurd vor. Ja, mir auch. Und dann habe ich's nachgegoogelt und tatsächlich auf eBay gehen die für ein paar tausend Euro weg. Boah, ich hätte gern so einen. Leute, schenk mal. Gönnt mal. Wer einen hat, ne? Wir sammeln die. Wir sammeln die. Wir sammeln die seit neuestem. Ja. Unser neues Hobby. Ja, wir spielen jetzt Tenacity Snowboarding. Das ist tatsächlich eins meiner Lieblingsspiele of the world. Fällt mir auch gerade ab. Ich habe tatsächlich vergessen zu erwähnen damals. Dass das Spaß macht. Ja, das ist ja von den Wave Race-Machern, ne? Und es ist halt vom Gameplay her, vom Spielspaß her, was die Wellen hergeben. Bei Wave Race gibt der Schnee hier auch her tatsächlich. Also ich habe noch nie ein Snowboard-Spiel in irgendeiner Form gezockt, wo das so viel Spaß macht mit dem verschiedenen Schnee und so, wo du das so merkst. Und ist geil. Wenn du willst, können wir ja wir wollten ja E3 machen, dass wir dann beim dritten Mal zu den Two-Player-Modus spielen, wenn es den gibt. Okay, dann nicht. Das ist dann halt immer so, auf dem N64 wird das grafisch so zurückgefahren und alles. Das ist immer. Ja, das stimmt schon. Immer ein bisschen ekelhaft. Wie lief denn der Sellout? Sehr gut. Oh, sehr schön. Sehr gut lief der. Ja. Willst du erzählen? Mehr als nur sehr gut. Also, ich kann dir das genau sagen. Was hast du alles gespielt? Wann hast du aufgehört? Achso, ich dachte, du willst die nackten Zahlen wissen. Die nackten Zahlen will ich auch wissen später, aber das musst du nicht on-part erzählen. Mir geht's darum, wie lief's, wie lange, was hat an Essen gedauert, was war Abfuck und so. Also erstmal, wir hatten eine NES. Ne? Bedeutet Never Ending Stream. Ja. War halt einfach nur ein anderer Name für eine NEC. Ne? Also da gibt's ein Rad. Auf dem Rad waren 17 Spiele. Und der Sellout war so, dass alle 25 Euro oder 12 Subs das Rad mit den 17 Spielen gedreht wird. So, ich versuche ein Spiel durchzuspielen und jedes Mal, wenn das Rad gedreht wird, ne, wechselt man natürlich das Game, das dann drankommt. Und bevor jemand doof fragt, ja, es wird gespeichert, wo man war und dann geht es da irgendwann weiter, ne, wenn das wieder dran ist. Wenn manche Leute dann immer glauben, dass man jedes Mal das Spiel wieder von vorne anfangen muss, das wäre natürlich unmöglich dann. Ja, was war denn da Abfuck? Also, gebrochen hat mich am Ende tatsächlich New Super Luigi U. Das habe ich gesehen noch ein bisschen, ja. Wo es dann hieß, das muss ich jetzt nochmal wieder anfangen. Da hatte ich dann, war ich wirklich fix und fertig. Aber das schlimmste Spiel, Ricky, das schlimmste Spiel, was ich wieder komplett unterschätzt habe. Ja. Darf ich raten? Ja. Mario Kart Double Dash. Junge, es ist tatsächlich wahr. Siehst du, ich wusste es genau. Ich wusste es genau, dass du jetzt das sagst. Ich wollte das eigentlich auf 150 CCM spielen, ne? Bruder. Ist schwer. Keine Chance. Ich hatte keine Chance. Ich habe ja als Bestrafung jetzt 2 12-Stunden-Streams vor mir. Und in einem mache ich tatsächlich alles in Double Dash, ne? 150 CCM alle Cups, 150 CCM. Oh, du wärst so abgefuckt sein. Den Grand Prix da, den Gesamt-Grand Prix. Und ich muss alles auf 1 abschließen, Regie. Du wärst so abgefuckt sein. Ich werde zu Tode abgefuckt sein. Das kannst du aber. Ja. Alter Schwede. Ja, das war auf jeden Fall fürchterlich. Ja, viele Spiele bis kurz vor Ende gespielt, ne, und dann. Aber es gab so ein paar, wo ich dann. Also es ging übrigens bis 3 Uhr nachts und ich war todmüde. Also ich war wirklich todmüde im Arsch. Ich hatte so krasse Rückenschmerzen. Ich dachte, ich sterbe. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, gut, jetzt Luigi, da sehe ich mich wirklich nicht mehr. Nee. Nehme ich dann in Kauf. Ja. Ja, und ansonsten, hey, dingstechnisch lief das halt sehr, sehr gut, ne, muss ich sagen. Ja, ich mache ja auch bald eine NEC wieder. Ah, guck mal. Das geht mir gute alte, ne, man kann nie genug Mario 64 spielen.
Nee, das ist sowieso, nee. Ne, deine 6 Stunden plus Streams und so, das ist ja mal schön und gut. Ja. Aber so eine NEC wird ja mehr bringen, ne? Deutlich. Ja. Aber die NEC, ich versuche immer nur so eine im Jahr maximal zwei zu machen. Also das versuche ich nicht so oft zu machen. Weil ich finde, das ist immer so ein Special Event. Das feiern die Leute auch so. Die freuen sich auch mal, wenn sie den Mario da rumhupfen sehen tatsächlich. Das ist das einzige Mal, wo sie. Ja, das ist bei dir ja wirklich die absolute Ausnahme. Ja, deswegen. Und deswegen mache ich das nicht so oft. Morgen ist ja, also heute ist ja wieder langer Stream. Bin mal gespannt, wie meine Stimme mithält. Vielleicht hört ich bin ein bisschen heiser. Ja, also, puh, ne? Aber ja, das ist, manchmal ist es ja auch einfach, es bleibt einfach so, ne? Ja, ist das so. Wird ja nicht schlimmer, dann geht's ja. Hast du ein paar Gelo Revois am Start? Habe ich unten bestimmt. Aber falls sich änderst, ich war ja von gefühlt von Dezember bis Mitte Februar auch wieder heiser oder so. Ich war ja ganz, ganz lange heiser. Ja, du bist sowieso, also. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann du mal nicht leicht kränklich warst. Ich bin irgendwie immer krank. Das ist ein Hobby von mir. Ist auch nicht schön. Nee, das ist absolut nervig. Du müsstest dich halt mal einmal vernünftig auskurieren. Müsste eigentlich, will ich mal sagen, ne, 2 Wochen liegt er sich jetzt schön aufs Sofa, auf Sofert und dann wird er einmal wieder gesund, ne? Bisschen. Ja, weiß ich. Ich sehe das Problem, Ricky, ne? Ich bin auch einfach zu. Ich kann das auch nicht. Also selbst wenn ich mal sage, ich nehme einen Tag frei und könnte es mir erlauben, ne? Ja. Ich kann irgendwie nicht nichts machen. Das geht nicht. Oh, das kann ich gut, ey, Digga. Das ist ja wie, wo ich jetzt bei den Rotten Mushrooms war, ne? Ja. Ja, ich soll da hingehen und dann ein bisschen entspannen. Und ich habe gesagt, nee, komm, lass mich hier helfen. Und da, ich kann das nicht. Ich kann nicht sehen, wie da was organisiert wird oder gemacht wird und kann da nicht mithelfen. Geht nicht, funktioniert nicht. Okay. Ich kann auch nicht zusehen, wie andere Leute arbeiten. Also schon, wenn ich die Leute nicht kenne, dann ist mir das nicht egal. Ich wollte gerade sagen, ne? Ricky kommt im McDonalds erstmal sofort da in der Küche rein, ne? Helfen, da piept zu einer schnell genug da, hat Ricky schon die Pommes rausgeholt. So, Leute, alles hier im Griff. Mach keine Sorgen. Nein, aber wenn ich jemanden kenne, ne? Ja. Und weißt du, ich kann das nicht. Ich kann dann da nicht tatenlos rumsitzen daneben einfach. So, weißt du? Okay. Funktioniert bei mir nicht. Okay. Na gut. Da bin ich zu sehr Arbeitstier, weil ich bin auch. Du bist ein Arbeitstier, ja, würde ich halt auch sagen, tatsächlich. Also, das würde ich jetzt nicht bestreiten wollen. Ja. Ansonsten, Ricky, es hat jemand in die Kommentare geschrieben. Ja. Und zwar einen netten Kommentar, ne? Mit aber einer kleinen, ich sag mal, Idee, Kritik oder so. Und ich habe gerade mal drüber nachgedacht und fand das dann auch eigentlich eine ganz gute Idee. Ich bin mal gespannt. Geht darum, dass es ja auch eigentlich interessanter wäre, wenn wir tatsächlich mal Spiele spielen würden, die wir jetzt gar nicht kennen oder so, ne? Wo man dann so ein bisschen rumrätseln muss und so. Mhm. Und auf der einen Seite fühle ich das natürlich, ne? Weil da hat derjenige hat dann auch geschrieben, so, ja, ich weiß, Wollo sieht das nicht, dass das unterhaltsam sein kann. Doch. Ich sehe das schon. Es ist halt nur immer dieses, dann funktioniert das Grundprinzip, das wir hier im Grunde haben, nicht mehr. Also für mich zumindest, weil ich weiß, dass wenn ich die Spiele nicht gut kenne, dann muss ich mich da immer sehr drauf konzentrieren. Ja. Weil ich kriege ja nichts mit, weißt ja. Ne? Aber ich glaube auch tatsächlich, dass das Konzept, was wir jetzt aktuell haben, auf ganz, ganz lange Sicht, auf Jahre, nehmen wir es mal an. Nehmen wir wirklich an, wir haben jetzt hier irgendwann so 5 Jahre den Kanal, ne? Ja. Dass das schwierig wird. Ja, definitiv. So, ich glaube, dass zwischendurch mal so Spiele, die wir nicht kennen, ganz gut. Ich mein nächstes Projekt. Aber ist ja sogar geplant, ne? Ja. Mein nächstes Projekt zum Beispiel nach Pokémon ist ja zum Beispiel Diddy Kong Racing. So, das kennst du. Was hast du gemacht? Was machst du? Ich setz mal einmal zurück, sonst müssen wir den Abspann jedes Mal gucken, weil es gibt 3 verschiedene Cups und nach jedem kommt halt ein Abspann, das dauert immer ewig. Und okay. Wir sind ja schon frei, deswegen. Ja. Also, Spiele, die man halt nicht kann und so, also das verstehe ich schon. Und ich glaube auch, dass es. Ich würde ja auch gerne neue Spiele mit dir spielen oder mal so ein. Ich würde ja auch was mit dir spielen, ganz gerne sowas wie A Way Out. Sagt er da. Ja. Aber es ist halt cool, weil du siehst beide Gameplays auf 1. Weißt du, das wäre schon für das, was wir hier machen, wäre eigentlich perfekt. Ja, aber das ist also ja. Ja, ja, ja. Ja, ist ja, so. Ja, aber. Oder. Ja. Way Out jetzt nur als Beispiel, das ist. Also, wenn mal wieder was Neues in die Richtung kommt,
Ja, ja. Dann würde ich sagen, können wir machen. Oder sowas, ne? Ja, ja, genau. Wenn mal wieder was Neues in so eine Richtung kommt, können wir das gerne machen. Mhm. Aber, ja. Es gibt ja auch diese komischen Rätselspiele, ne? Wo man dann dem anderen da so was beschreiben muss, was bei dir im Raum ist und was bei mir im Raum ist. Und dann muss man gegenseitig rausfinden, wie das zusammenhängt und so. Aber ich wollte nicht, dass der Kanal direkt geschlossen wird, weil wir uns so streiten werden, weil du ja auch manchmal so lost bist, ne? Ja, ja, also bei sowas bin ich richtig scheiße los. Ich weiß, und dann erkläre ich dir was, dann werde ich so sauer, dass ich hier aufhöre, um die Kanäle zu machen. Aber das wäre arschwitzig. Das wäre schon arschwitzig. Vor allen Dingen, es ist ja auch immer arschwitzig, wenn man so die Dummheit so richtig zur Schau stellt, ne? Und ja, sie richtig präsentiert und genießt, sich darin badet, in der eigenen Blödheit. Das mache ich oft genug. Ja, deswegen. Und das ist ja auch meist witzig, ne? Ja. Ja, ja, vielleicht sollten wir sowas mal machen. Also hätte ich auch eigentlich so Lust, ne? Ja, Portal. Oh. Also Portal, das ist mir zu heftig, Digga. Das kann ich gar nicht. Ich glaube, da werde ich zusammenbrechen. Oh, wei, dann machen wir das halt, ne? Was soll's, scheiß drauf. Es gibt genug Sachen. Ja, nee, wir können auch Portal machen. Ich bin ja jetzt nicht mehr so. Er lässt sich auf neue Sachen. Oh mein Gott, er lässt sich auf Sachen ein. Junge, ich gehe in den Minecraft-SMP. Was willst du? Ja, also ja, wenn ich mich nicht einlasse, wer dann? Da kommst du heute schön mit online, du Sau. Also heute komme ich erstmal gar nicht online. Ich habe bis 3 Uhr nachts gestreamt. Ja, aber ich will dir das nachher gleich erst einstellen. Das hätte ich auch gehofft, weil ich wollte gerne Sonntag das erste Mal dann abends da rein. Ja, und ich will dich auch hinbringen, wo du hin musst und so. Nicht, dass du nachher da feststeckst, weißt du? Weil du weißt ja nicht, wohin. Da muss ich auch noch irgendwo hin. Ja klar musst du irgendwo hin. Du spawnst ja am Spawn und dann musst du ja zu uns zur Oase der Freunde. Oase der Freunde. Ja. Puh. Ich weiß nicht, ob ich da gut aufgehoben bin. Kann ich auch irgendwo anders so ein zweites Dorf aufmachen, das anti ist gegen euch? Kannst bei Dashke wohnen, wenn du willst. So Gargamel-mäßig und ich suche euch Schlümpfe. Kannst bei Fully wohnen oder so. Nee, das will ich nicht. Ich hab schon mal bei Fully in der Nähe gewohnt, das ging nicht gut aus. Ah, okay. Verstehe. Deswegen streitet ihr euch immer, ne? Nein. Erstmal streiten wir uns ja nicht. Und zweitens, ich spiele darauf an, dass Fully auch in Osnabrück gewohnt hat. Ich hab das verstanden. Das ging nicht gut für mich aus, die Osnabrück-Zeit. Ich wollte nur einen Witz machen, weil ja alle Leute immer, Leute denken würde, man streitet sich ja wirklich. Und deswegen wollte ich das, weißt du? Haha, null. Ich habe übrigens keinen Streit mit Kornel, Leute, falls sich jemand fragt. Ey, danke. Da gehen die mir so auf den Sack in den Kommentaren. Das ist ja so anstrengend. Wirklich, so. Ist krass. Und dann vor allem, wenn man sich gefragt, wann kommen Leute, und das meine ich nicht böse. Ich bin hier der treibende Kraft, die nicht mit Kornel aufnehmen möchte. Ich möchte das nicht. Ich hier möchte das kein nicht. Nee. Ja, nee. Ja. Warum auch immer geht kein was an. Ich möchte das nicht. Und hier auf dem Kanal werdet ihr kein Kornel finden. Hört auf zu fragen ständig. Vor allem, es gibt Leute, ja, es gab ja gestern wieder Kommentare geschrieben, hat, wann hört das wie mit Ricky endlich mal auf? Wann kommt Kornel? Wo ich mir denke, Bruder, das ist der Bollo und Ricky-Kanal. Den habe ich sofort rausgelöscht. Und, ich auch. Dann haben wir beide rausgelöscht. Schön. Finde ich gut. Also mit dem Stehen sollte stehen lassen. So nee, das ist ja Schwanzkram hier wieder. Das braucht keine Sau. Also wie gesagt, Leute, kurze Aufklärung. So Ricky und Kornel, ja, da läuft nichts. Sag ich euch, wie es ist. Da läuft nichts. Zwischen mir und Kornel ist alles gut. Gar nichts ist da. Und hier herrscht ja auch keine Kontaktschuld. Ne? Ich darf tatsächlich auch noch was mit Kornel machen. Ja, das ist mir und egal, Ricky darf Kornel auch im Zweifelsfall scheiße finden. Das ist mir auch egal, ne? Wie gesagt, es ist ein freies Land. Ich habe ja sogar aber zu Wallo gesagt. Nicht, ey, wirklich nervt mich, Leute. Ich habe ja sogar zu Wallo gesagt, jetzt kannst du ja mit Korn hier was aufnehmen, hast zwei Kanäle, die laufen. Das war sogar mein Vorschlag. Ja, also nicht bevor du denkst, ich halt jetzt Korn davon ab oder ihn eher davon ab, mit jemandem aufzunehmen oder so. Nein. Das findet nicht statt, Leute. Braucht ihr euch. Also alles, was ihr irgendwo hört, scheinbar oder so, das stimmt nicht. Nee, überhaupt nicht. Es kann auch niemand wissen. Das ist einfach wieder so ein typisches zwischen Kornel und mir. Man schreibt halt 3 Wochen einfach mal nicht. Keiner sagt was. Fertig. Ja. Das gibt's bei Ricky und so. Gibt's das ja auch bei mir. So, das ist einfach so. Wir haben auch keinen Kontakt außerhalb von, ey, lass mal morgen aufnehmen. Ja, aber wir haben jeden zweiten Tag eine Stunde oder 2-3 Stunden Kontakt. Das reicht ja wohl auch, oder? Ja, ja. Aber es gab ja auch Wochen und Monate, wo wir mal gar keinen Kontakt hatten. Und trotzdem waren wir ja immer noch so, ja, okay, wollen wir ja, okay, cool.
So, weißt du? Ja, das ist hier nun mal so. So läuft das hier. Das ist auch bei den Buben so gewesen. Da hatten wir mal 4 Jahre keinen Kontakt, dann hat man wieder Kontakt, dann hat man wieder keinen Kontakt, dann hat man wieder Kontakt. Ja, guck mal, wie lange hatte ich denn jetzt mit denen keinen Kontakt, ne? Auch ewig und 3 Tage nicht. Ja, und jetzt bist du bei TDT und Minecraft dabei. Dann mach ich einfach dann wieder mit, so. Dann ist das halt so, ne? Dann, ja, also da... Das ist jetzt nicht so wild. Die streiten so, weißt du? Ihr interpretiert da zu viel rein. Wir hatten noch vorher keinen Streit und wir haben den auch nicht irgendwie geklärt oder so. Es gab kein klärendes Gespräch, nichts. Vielleicht hätte man über eine Sache mal reden können. Ist auch egal. Dann macht man einfach das Gute halt unter den Teppich kehren. Ist ja auch alles nicht so wild. Da wissen auch alle Parteien Bescheid, glaube ich, und so, und gut ist. So, ja. Aber auch genau auch dasselbe mit mir und Cornel. Also ich sage, ich bin mit manchen Sachen nicht einverstanden. Er sagt, er sieht anders so. Ich hasse ihn nicht, aber ich möchte einfach mit ihm nicht aufnehmen. Punkt. Und da gibt es auch keinen, er hat meine Mutter gebumst oder so. Oder ich habe seine Mutter gebumst. Also wenn, dann hätte Cornel deine gebumst. Dann ist so das Beuteschema, ne? Ja, das glaube ich auch. So, aber da ist jetzt nicht, dass ich sage, ich hasse ihn und ich wünsche ihm auch alles Gute Verkehr. Aber ich habe mich einfach für mich irgendwann mal entschieden. Ich glaube, vor einem Jahr oder so oder knapp anderthalb. Dass ich nicht mit ihnen aufnehmen möchte. Punkt. Also hört auf zu nerven. Bitte. Danke. Genau. Oh, hier in dem Part, bitte hört auf zu nerven. Super Part. Der Part ist, denke ich, interessant. Ja, das denke ich auch. Also ich denke mal nicht, dass Leute sich jetzt denken, oh scheiße, dass sie darüber reden. Ja. Einfach mal, man kann ja auch mal einfach ein bisschen Tacheles. Ja, ist ja Leute so. Einfach Bescheid wissen. Wir haben übrigens Kritik bekommen von Maeve. Maeve kritisiert? Ja. Der Nutten, Alter. Zum ersten Mal hat er das gleiche kritisiert, wie ich und Mad Junkie letztens viel kritisiert haben. Das sind nur 3 Bilder von dir. Sag mal, Maeve, Alter. Sag mal, Maeve, ich will mal deine Modelgalerie sehen, Junge. Was ist das denn? Also sowas Hinterhältiges als Fettsack mir in den Rücken. Das ist ja der Wahnsinn. Er hat es tatsächlich wirklich kritisiert. Er fand es einfach nur lustig. Er hat gesagt, wie kann das sein? Ich meine das ja auch 40, nicht ernst. Ne? Ja, ja. Aber er fand es ein bisschen, dass ich 40, und du ja auch 40 Bilder hingeschickt hast. Und trotzdem kommen deine 3 immer dran. Dass ich 40 Bilder hinschicke und immer deine 3 kommen. Ja, das habe ich ja auch schon kritisiert. Ne? Ja, ja. Und mach neue Bilder, Holo. Ja, also noch arschgeile Bilder. Scheinbar sind das die besten Bilder der Welt. Denn die werden ja immer wieder benutzt, obwohl wir andere haben. Also warum brauchen wir da neue? Das hat mein Kanal durchgebracht. Die bringen diesen Kanal jetzt aktuell durch. Aber die sollen ja hochbringen. Die sollen nicht nur durch, sondern hochbringen, Holo. Von da musst du immer welche haben. Ich habe jetzt auf dem Holo Cornell Kanal vorbeigeschaut. Da waren so viele Fotos. Wo sind die alle hin? Ja, die haben wir nicht mehr. Da hab ich mir auch schon gedacht. Wäre geil, wenn die alle noch hätten, ey. Dann mach doch mal 5 Stück, ja. Keine Ahnung. Ja, mach heute welche. Ich kann halt meinen Mund dabei nicht öffnen, wegen meiner Zähne und so. Musst du nicht. Okay. Dann lass den Mund zu. Und ich bin so ein Fettsack, ich hab gar keine... Ja, und? Naja, egal, jetzt schnell. Was war noch? War noch was? Kritik? Ich guck mal gerade. Wurde schriftlich festgehalten, alles protokolliert. Ja. So muss es. Er hatte tatsächlich gefragt, was war das mit eurem Princess-Part? Wieso? Man hat gemerkt, er hat gesagt, wir waren sehr raus. Ich habe auch gesagt, wir haben auch 1,5 Stunden vorher mit Firebro aufgenommen. Ja, ja, das war nicht unser bester Tag. Das war wirklich nicht unser bester Tag. Das ist wahr. Also kann ich verstehen, die Kritik. Ja. Da war keiner fit. Er hat geschrieben, irgendwie war der Flow kaputt, nachdem wir nicht direkt den Weg gefunden haben. Ja, wir waren auch generell schon vorher. Ja, wir waren halt, ich habe auch gesagt, wir haben fast 2 Stunden mit Firebro aufgenommen, was keine Kritik an Firebro ist, ne? Aber dadurch waren wir halt auch, das verstehen halt wieder nicht, wir können halt nur so und so viele Parts aufnehmen, weil er mal ist für uns dann halt so, oh, was reden wir denn jetzt? Genau. Was auch schon? Ja, dann ist ja nicht schlimm, das kann ich ja, kann ich akzeptieren, kann diese Kritik. Ja. Versuchen wir beim nächsten Mal besser zu machen. Und im nächsten Part, Freunde, gibt es das Finale von Welfis, wollte ich gerade sagen. Bis dann, ciao. Ciao.